Guten Morgen, liebe Leute aus Düsseldorf, Tag 4 der Messe Caravansalon 2022. Ich bin mal wieder auf dem Stand von Botronic. Heute unterhalte ich mich mit dem Thomas Gumpf, Servicetechniker. Und was machst du ganz genau bei Botronic? Den Technik-Support mache ich. Den Technik-Support. Ja, dann habe ich auch, glaube ich, den richtigen Mann, den ich auch mal mit meinen Fragen fragen kann. Du, erstmal eine Sache, die mich privat interessiert. Wenn ich bei unserem Wohnwagen die Batterie austauschen möchte, weil die Mover-Batterie so langsam die Grätsche macht und ich möchte eine Lithium-Ionen-Batterie, so wie mittlerweile eigentlich jeder jetzt in der Nachrüstung drin haben. Ich möchte mich aber nicht auf das komische 12-Volt-Moped da von Fendt verlassen. Was kann ich denn da einbauen, damit ich meine neue Lithium-Ionen-Batterie ordentlich geladen bekomme und dass ich ihr natürlich auch nicht schade? Mhm. Was habt ihr denn da Schönes an Produkt für mich, was ich auch als Wohnwagenfahrer ganz gut nutzen kann? Ja, also grundsätzlich, eine Lithium-Batterie hat ja die Eigenschaft, das, was an Ladestrom geboten wird, gierig aufzunehmen. Ja. Das heißt, ich brauche eine geregelte Ladung. Ja. Gerade beim Wohnwagen ist es so, dass der limitierende Faktor da die Steckverbindung zum Zugfahrzeug ist. Ja. Und da gibt es auch von uns was. Ich laufe dir mal ganz einfach hinterher, das denke ich mir am einfachsten. Das ist der VCC 12-12-20C, ja, der eingangsseitig auf 20 Ampere limitiert ist und somit die Steckverbindung von den meisten Zugfahrzeugen nicht überlastet. Stimmt, wenn ich überlege, sind es ja auch nicht Riesenkontakte, die ich dort habe. Ne? Genau, ja. Und ich habe eine Ladekennlinie für eine Lithium-Batterie. Ja, denke ich mir, das ist natürlich auch das Wichtigste. Ja. Als irgendeine Ladekennlinie, sicherlich kriegt man auch so Strom in eine Lithium-Ionen-Batterie rein. Aber gut, die Lithium-Ionen-Batterien kosten nach wie vor noch eine Menge Geld, auch im Vergleich zu Standard-Batterien. Mhm. Aber man will ja gewichtstechnisch und auch haltbarkeitstechnisch eigentlich darunter. Aber Haltbarkeit wird eben ja über die richtige Ladekennlinie dementsprechend definiert ja auch. Ne? Ganz genau. Mhm. Für Wohnmobile fängt es dann bei einem 30-Ampere-Ladewandel an. Der 20-Ampere-Ladewandel kann natürlich auch an Wohnmobil eingesetzt werden. Ja. Beispielsweise Oldtimer und so weiter, wo die Lichtmaschine nicht so leistungsstark ist. Ja. Ansonsten beim 30-Ampere-Ladewandel ist mir schon mal ganz gut bedient. Machst du also auch nichts verkehrt. Ja gut, klar, du hast natürlich meistens auch in einem Wohnmobil aufgrund von eher Autarkie oder so weiter ja auch mehr Lithium-Ionen-Batterien, vielleicht nicht nur die eine mit 60 oder 70 Ampere, die für uns abends reichen würde, um mal Licht anzumachen, wenn wir keinen Strom, aber hauptsächlich auch für den Mover-Betrieb gelten soll. Ganz genau. Prima. Und da fängt schon einmal in 30 Ampere Geräten, eine Lithium-Kennlinie mit 14,4 Volt Ladestromspannung, genauso wie bei den 12-12-20C auch. Ja. Bei den größeren Geräten mit 50, 70 und 90 Ampere haben wir 4 Lithium-Kennlinien für Lithium-Batterien, was halt die Sache noch ein bisschen universeller macht. Also bei den kleineren Geräten bin ich halt mit der Auswahl der Lithium-Batterie etwas eingeschränkt. Also da muss ich schon schauen, dass ich eine Batterie nehme, die halt auch eine Ladeschlussspannung von 14,4 Volt. Also die nicht nur die Ladekennlinie, sondern auch die Ladeschlussspannung ist einer der entscheidenden Faktoren, wenn es darum geht, Batterien, jetzt auch mal unabhängig vom Batterietyp, ob jetzt auch AGM oder eine normale Nassbatterie, ich sage mal in Anführungsstrichen, wichtig ist auch die Ladeschlussspannung und das auch im Speziellen bei der Lithium-Ionen-Batterie. Ganz genau. Super. Habe ich auch mal wieder was gelernt, auch wenn ich sehr viel im 12-Volt-Bereich natürlich unterwegs bin. Das ist ja mal ganz interessant. Prima. Dann schwenke ich einfach mal hier rüber. Ein Fahrrad, Elektronik, Elektrik und eine Kaffeemaschine. Wie passt das zusammen? Ja, also hier geht's muss jetzt einer von euren Mitarbeitern den ganzen Tag hier Fahrrad fahren, damit ihr Kaffee trinken könnt? Nö. Obwohl, da müsste ich wahrscheinlich als erstes drauf. Ne? Also ist klar, ich weiß, was du meinst. Ja, genau. Also grundsätzlich geht es hier um die 230 Volt Versorgung im Fahrzeug. Ja. Zum Laden von einem E-Bike. Zum Kochen, Kaffee kochen. Stimmt, hast du recht. Der Akku an sich hat zwar keine 230 Volt, aber sein Ladegerät, was man hat. Braucht man auch wahrscheinlich nicht nochmal ein zusätzlich teures Ladeadapter für irgendeinen Zigarettenanzünder oder so weiter zu kaufen. Ganz genau, es ist also leider so, die E-Bike-Hersteller haben immer ihr eigenes Ladegerät. Und ich habe dann immer die Wandlung von 230 Volt auf in dem Fall 36 Volt vom E-Bike. Ja. Geht aber leider nicht direkt vom 12-Volt-Netz, weil das halt gewährleistungstechnisch relevant wäre, was den Akku angeht.
Ja, ja, klar, logisch. Also wir werden sehr oft gefragt, warum gibt es keine Ladegeräte direkt für ein E-Bike? Ja. Da muss man dann eher den E-Bike-Hersteller fragen. Mal in die Haftung nehmen. Fragen. Ja, aber das ist wahrscheinlich wie bei vielen Dingen in der Industrie. Jeder kocht sein eigenes Süppchen. Genau. Jeder meint, er hätte das Rad neu erfunden. Ja, gut, leidliches Thema kennen wir ja auch aus anderen Bereichen, ob es Kameratechnik ist. Ne? Genau. Dann macht man wieder den Stecker, der vorher schon seit Jahren ordentlich funktioniert hat, macht man mal wieder anders. Ja. Nur damit er nicht auf den anderen Stecker oder auf die andere Buchse drauf passt. Gut, das ist die Industrie, das kennen wir. Aber ihr habt dafür natürlich die passende Lösung. Genau, fängt dann an bei 300 Watt Sinuswechsellichter mit einem reinen Sinus. Ja. Und geht hoch bis zum 1700 Watt Sinuswechsellichter, der auch ausreichend ist, um mal eine... Und deswegen steht die Kaffeemaschine da. Genau, eine Induktionskochplatte oder einen Vollautomaten zu betreiben. Ja, super. Thomas, ich habe eine Menge gelernt. Unsere 6 Minuten sind gleich voll. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch und für die netten Ausführungen hier. Bitte, bitte. Danke.